der Richtung. So small, watch the clock ticking off the wall, but tonight... Hello, wir sind angekommen bei meinen Eltern. Yay, heute Morgen um 5. Ja. Es war sehr anstrengend, die Fahrt von Venedig hierher, aber jetzt sind wir gesund angekommen. Gott sei Dank. Ja, genießen es hier zu sein bei meinen Eltern. Und es ist so ultra heiß. Wie viel Grad haben wir, Alessandro? 40 Grad. 40 Grad, oh mein Gott. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber es ist natürlich wunderschön. Meine Mama kocht jetzt schon und wir haben uns ein bisschen ausgeruht, allerdings nicht so lange. Wir waren ja, wie gesagt, in Venedig und es war richtig, richtig schön. Da habe ich ja auch ein bisschen gefilmt. Mal gucken, wann ich euch das online stelle. Und jetzt nehmen wir euch natürlich wieder eine Runde mit hier bei der Oma und beim Opa. Und ja, das ist mein Outfit und mein Papa hat gerade mit mir geschimpft und hat gesagt, so kannst du jetzt aber nicht auf den Friedhof gehen. Ihr wisst doch, dass ich immer gleich am Anfang unseres Italienbesuches zu meiner Tante gehe, auf dem Friedhof. Die ist ja leider schon gestorben. Die Zia Mariuccia. Und da statte ich dann immer einen Besuch ab, bringe ihr Blumen. Und da hat der Papa jetzt gerade gesagt zu mir, nö, also so kann man nicht auf dem Friedhof. Also, viel Spaß bei dem Video. Und hier sind die Blumen für meine Tante. Schaut, da hat es gebrannt und da gegenüber, also so schräg gegenüber, ist das Haus meiner Eltern. Das sieht man von hier auch, aber da ist die ganze Zeit der Helikopter rumgeflogen und hat versucht, das natürlich zu löschen. Sieht voll heftig aus. Ich zeig's euch mal. Schaut, da. Wir fahren jetzt da so runter und da irgendwo ist das Haus meiner Eltern. Und hier wird fleißig Scopa gespielt, bis es Essen fertig ist. Drei Scopa hat der Opa gemacht. Du gibst. Vielleicht kommen wir noch mal Nummer 1, wer weiß. Oh, da sieht aber schlecht aus, du. Boah, das zieht den Opa ab. Und was hat meine Mama hier Schönes in ihrer Küche? Einen Mulex, jawohl, aus Deutschland. Meine Mama hat allerdings das andere Modell, das neuere. Und ja, ist super glücklich damit. Die sind aus dem Garten von meinem Papa. Und meine Mama frittiert sie jetzt. Fiori di Zucchina heißen die. Heute gibt es auch lecker Lasagne übrigens. Der Luki freut sich schon. Und hier sind die Zucchini-Blumen. Lecker Lasagne von der Mama. Und vom Papa, okay, der Papa hat auch ein bisschen geholfen. Nur ein bisschen. Servi piatto. Vai. Grazie. Immer wenn die Kamera an ist, sagt mein Papa italienische Wörter, die man so sagt. So, wir haben jetzt Hunger. Wir haben Hunger, Hunger. Ich zeige euch, was es zu essen gibt heute. Und zwar Lasagne. Und dann haben wir noch Bruschetta. Und hier ist frittierte Zucchini. Ja, Salat hat der Opi noch gemacht. Mein Papa, da ist noch Salat. Und so weiter und so weiter. Und wir lassen es uns jetzt schmecken. Natürlich gibt es auch Kinder, die eine Extrawurst bekommen, ne? War ja klar. Der Max mag keine Lasagne. Ne? Und der Lexi bekommt auch Nudeln von der Oma. Isst dann aber noch ein bisschen Lasagne, ne? Ja. Okay. Lasst es euch schmecken. Buon appetito. Buon appetito. Oh Gott, war das lecker. Lasagne von der Oma. Das ist was typisch Italienisches. Sonntags wird Lasagne gegessen. Eigentlich dann auch noch im zweiten Gang, also Fleisch oder Fisch. Aber da haben wir drauf verzichtet. Es ist einfach viel zu heiß. Man kann kaum was essen. Ja. Ne, Luki? Und morgen geht's ans Meer. Tutti al mare. Ja, morgen fahren wir nach Tropea. Oh mein Gott, ich freue mich schon so. Ja. Gibt's erstmal lecker Melone nach dem Mittagessen zur Erfrischung. Max, schmeckt's dir? Ja, ich glaube schon. Sieht nach gut aus. Sieht gut aus? Nicht so. Ah, da schimpft die Oma. Ja, sorry. Ich habe übrigens nochmal diese Wasserbomben hier gekauft bei uns im Spielzeuggeschäft. Und ich hoffe, dass mein Papa den richtigen Anschluss hat. Dann werden die Jungs bestimmt jetzt gleich ein bisschen Spaß haben. Aber jetzt esse ich erstmal Melone. Lecker. In Melone. Ist das auch wieder nicht? Die Lassi wollte einen Test machen mit dem Kompressor. Ist das alles? Ist der Opa ein bisschen enttäuscht? Hm. War das jetzt der Test? Der Opa hat extra den Kompressor geholt aus der Garage. Da ist er. Okay.
Wow. Mega. Mega, Luki, mega. Ich esse lieber mal Melone hier weiter. Madonna. Mal ein Bett zusammen, ne? Benedikt. Komm, wir machen mal den Film. Okay. Ich wollte eigentlich gerade filmen. So, jetzt ist kurz ruhig. Also die Melone war total lecker, das Mittagessen auch. Und wir chillen jetzt gerade hier draußen. Es ist so heiß. Es ist so heiß. Ich habe heute Morgen meine Haare gewaschen und habe nichts dran gemacht. Also sehe ich so ein bisschen aus, als hätte ich in die Steckdose gefasst, aber es ist egal. Und die Jungs versuchen jetzt hier unser, wie nennt sich das? Wie nennt man das auf Deutsch? Schlauchboot. Schlauchboot aufzupumpen, um zu gucken, ob es dann geht, wenn wir am Meer sind. Ich melde mich später nochmal. Es geht! Aber auch nur, weil ich geholfen habe, ne Max? Oh oh! Der Opa hat die Wasserbombentüte. Der Opa macht jetzt zu mir, ich weiß das. Bella! Mach mich! Ach komm, mal halt so, nimm mir doch! Max, Schatz, du hast die Reste. Ihr habt die Angst, oder was? Ja, ey. Opa, ich komm gleich und schnapp mir welche. So, wir kaufen jetzt ein bisschen ein und ich finde, hier riecht es immer so gut. In so Lebensmittelgeschäften, in italienischen, riecht es immer voll. Ja. Hast du wieder Hunger, ne? Ja. Also, wir kaufen jetzt ein bisschen was ein und dann fahren wir wieder zu Oma, also zu meiner Mama. Der Opa ist auch dabei, also mein Papa. Und der Lassie ist auch dabei. Ja. Ganz klar. Freust dich schon? Auf die Nudeln! Ja. Hier sind die Sachen, die man braucht, um Tomatensauce herzustellen. Schaut mal, man braucht so ein richtig cooles Teil. Und hier das ganze Zeug. Und das hier, um dann die Flaschen zuzumachen. So sieht es aus. Das hat meine Mama alles zu Hause. Und hier so ein Teil, das da braucht man dann. Ja, und damit, also da packt man dann die Tomaten rein und wäscht sie. Ja, als Kind habe ich das ganz, ganz oft mitgemacht. Da sind die Gläser und da die Flaschen. Da das Teil braucht man dann auch. Ja. Oh mein Gott, Rio Mare ist im Angebot. Erzähle ich euch ja immer, dass ich nur den hier kaufe, ne? 4,99 € kostet jetzt diese Packung und Pasta ist auch im Angebot. Da gehen wir jetzt auch mal hin. Schaut mal, da ist die ganze Pasta, die im Angebot ist. Yay! Und da ist der Fisch. Wow! Ja! Ja, ich komme. Was denn, Opa? Hier, Salami. Nudeln, Nudeln, Nudeln. Yay! Lecker. Andere Richtung. Was soll da machen? Donu. Da! Oh! Da wollte ich sie nicht sehen. Oh! Oh! Happy, vieni, vieni, Happy. Wir lachen nicht alle rüber. Was hast du gefahren? Cabrio ist da. Fahren jetzt ein bisschen mit Opas Auto durchs Dorf. Bei richtig geilem Wetter. Ja. Da ist ein Cabrio richtig praktisch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mega praktisch sogar, würde ich sagen. Schade, dass wir den nicht haben, ne? Ja. Jetzt müssen wir mal Opa fragen, ob er uns den mal. Leid. Ja. Einmal kurz nach Good Old Germany und dann wieder zurück. Ja. Ist da. Hoppi! Und
macht jetzt schön das Auto vom Opa sauber, ne? Weil er dann damit fahren will, gell? Klar, ne, Max? Luki, gell, du willst auch mit dem Opa sein Auto fahren, weil du hilfst? Ja. Ja, ne? Schon klar. Und was habe ich meiner Mama noch mitgebracht? Dieses Top-Set hier aus Germany. Von Mulex sind die. Die sind leider nicht induktionsgeeignet. Deshalb habe ich sie jetzt meiner Mama gebracht. Die kocht ja mit Gas. Und ich finde die Farben so, so schön. Und hier diese Deckel, das hatte ich euch auch erzählt, die sind richtig cool, weil ihr dann das Wasser abgießen könnt. Schaut, hier könnt ihr dann das Wasser abgießen. Also ihr legt den Topfdeckel drauf und kippt dann so das Wasser aus. Und dann braucht ihr keinen extra Sieb. Ja, richtig cool. Meine Mama hat sich jetzt gerade voll gefreut. Jetzt packen wir die in die Speis. Mal Daumen hoch. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Heute Mittag haben wir fleißig noch Fußball gespielt und hatten Spaß. Und jetzt haben wir uns fertig gemacht. Jetzt gehen wir noch ein bisschen aus. Und dann müssen wir frühzeitig ins Bett. Denn morgen geht's ans Meer. Meer! Del Mare! Del Mare! Und dann nehme ich euch dann separat nochmal mit. Che volevi dire, ma? Das versteht jetzt nur die Italiener unter euch. Das ist übrigens meine Mama, die seht ihr heute das erste Mal im Video, aber wir drehen dann morgen auch ein Follow Me Around am Meer und dann nehmen wir euch auch mit. Den Max und den Sandro kennt ihr ja schon. Also, ich sag mal bis dann. Ciao! Max macht Selfie mit der Oma. Ach, der gefällt dir nicht, der Hintergrund?